Mein Name ist Harald Gerhardt und ich bin der Erfinder des Blinkerhandschuhs. Der Blinkerhandschuh ist ein Fahrradhandschuh mit Leuchtdioden, die man durch einen Kontakt zum Leuchten bringt und damit die Richtung anzeigt, sowohl für den Gegenverkehr als auch den nachfolgenden Verkehr. Wenn ich in Bensheim abends mit dem Fahrrad unterwegs bin und ich blinke, fahre ich zuerst. Das ist die Sicherheit, dass die Autofahrer den Fahrradfahrer dann auf, wie man neudeutsch sagt, auf dem Schirm hat. Und der Autofahrer, der wird es nicht wagen, einfach so an einem vorbeizufahren. Bringen Sie Licht ins Dunkel. Gerade in Großstädten ist es in der Dämmerung oder den Herbst- und Wintermonaten wichtig, sich als Radfahrer optisch bemerkbar zu machen. Insbesondere beim Abbiegen. Dafür gibt es jetzt die einfache wie auch geniale Lösung. Den Blinkerhandschuh. Einfach Daumen und Zeigefinger zusammenführen und die speziellen Leuchtdioden fangen in der vom Auto bekannten Blinkfrequenz an zu blinken und schalten nach kurzer Zeit automatisch wieder ab. Stoßfest, wasserabweisend, Batterien austauschbar. Mehr Sicherheit beim Abbiegen. Der Handschuh zeigt mit den leuchtstarken, wasserfesten Spezial-LEDs durch Blinken den Fahrtrichtungswechsel an. Mit den langlebigen und leuchtstarken LEDs können sich natürlich nicht nur Radfahrer, sondern auch Fahrer von Rollschuhen, Inlineskates, Skateboards, Tretrollern oder Rollstühlen ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Straßenverkehr verschaffen. Minimieren Sie das Unfallrisiko im Straßenverkehr. Mit dem Blinkerhandschuh. Clever.